Für immer mehr Menschen wird der Großkonzern Monsanto zum Symbol eines agroindustriellen Systems, das die Gesundheit der Menschen und der Ökosysteme bedroht. Mit einem jährlichen Umsatz von 15 Milliarden Euro ist Monsanto Spitzenreiter für gentechnisch verändertes Saatgut und Erfinder des Roundup, des meistverkauften Herbizids weltweit. Im Oktober 2016 riefen Persönlichkeiten aus der internationalen Zivilgesellschaft in Den Haag ein außergewöhnliches Tribunal ins Leben. Opfer und Experten aus 5 Kontinenten haben Zeugnis abgelegt über die Schäden an Mensch und Umwelt, hervorgerufen durch die Produkte des amerikanischen Großkonzerns. Eine weltweite Premiere. Offene Haute, Neckstock, Grafenstraße, City Center. Como se llama tu niño? Teo. 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 Sí, le dije a Teo. Martina. Das internationale Monsanto-Tribunal wird von öffentlich bestellten Richtern geleitet. Doch es geht nicht vorrangig darum, ein Urteil zu erwirken. Das Tribunal will vor allem feststellen, ob die Geschäfte des Konzerns mit dem Völkerrecht und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus dem Jahr 2011 vereinbar sind. Monsanto selbst hat eine Teilnahme eigener Vertreter oder Zeugen abgelehnt. Meine Damen und Herren, ich eröffne die erste Sitzung des Internationalen Monsanto-Tribunals und begrüße alle Anwesenden zu diesem bedeutenden Ereignis. Bei der ersten Zeugengruppe befassen wir uns mit den Auswirkungen der Monsanto-Geschäftspraktiken auf die menschliche Gesundheit. Ich gebe Frau Sabine Grataloux aus Frankreich und Frau Maria Liz Robledo aus Argentinien das Wort. Bitte sehr. Es ist eine Ehre für mich, den langen Kampf der Monsanto-Opfer hier zu eröffnen. In den kommenden 2 Tagen werden Sie viele Zahlen und Statistiken hören. Ich wollte diesen Statistiken ein Gesicht geben und habe deswegen ein paar Fotos mitgebracht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Auf den Fotos sehen Sie einen kleinen Jungen, Theo, meinen Sohn. Er wurde mit zahlreichen Fehlbildungen geboren, darunter eine ausgeprägte Ösophagusatresie, eine Fehlbildung der Speiseröhre. Er wurde 50 Mal operiert. Seit 9 Jahren kämpft Theo jeden Tag darum, ein einigermaßen normales Leben führen zu können. Du bist aber schnell. Hallo Großer. Guten Tag. Setzen Sie sich. Formen der Ösophagusatresie. Theo hatte die klassische Form, eine Unterbrechung der Speiseröhre ohne Verbindung zum Magen. Der obere Teil endet in einem sogenannten Blindsack. Der untere Teil mündet in die Luftröhre. Das muss natürlich sofort operiert werden. Es ist lebensgefährlich, da man nichts zu sich nehmen kann. Die Operation der Ösophagusatresie war ein Routineeingriff. Allerdings wurde bei Theo auch eine Fehlbildung des Kehlkopfs festgestellt. Ja, die hat die größten Auswirkungen.
Momentan ist er stabil, aber er hat immer noch den Luftröhrenschnitt. Sie haben mich damals nach der Geburt gefragt, was der Grund für die Fehlbildungen sein könnte. Zwischenzeitlich wurden mehrere Berichte veröffentlicht, die eine Verbindung herstellen zwischen solchen Fehlbildungen und dem Kontakt der Mutter mit Pestiziden oder Herbiziden. Und vor allem der Zeitpunkt spielt hier eine Rolle. Sie haben Roundup nach der Empfängnis verwendet. Sie wussten damals aber noch nicht, dass Sie schwanger sind. Nein, das muss in den ersten 3 Schwangerschaftswochen gewesen sein. Danach wusste ich, dass ich schwanger bin. Das ist die Phase der Organogenese, in der sich beim Embryo viele Organe ausbilden. Die Speiseröhre und die Luftröhre bilden sich zwischen der 4. und der 6. Schwangerschaftswoche. Starke Missbildungen werden also schon sehr früh angelegt. Wir haben einen Reiterhof mit einem 700 Quadratmeter großen Reitplatz. Dieser Platz ist mit Sand ausgelegt und ich habe dort jeden Sommer ein Herbizid ausgebracht, das Glyphosat enthält. In einer Werbung hatte ich gehört, dass dieses Produkt biologisch abbaubar und weniger schädlich sei als andere. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Glyphosat ist ein sogenanntes Totalherbizid. Es wirkt unselektiv und zerstört sämtliche Pflanzen. 1974 ließ der Konzern Monsanto Glyphosat als Herbizid patentieren und vertrieb es unter dem Namen Roundup. Ein Kanister Roundup enthält durchschnittlich 41% Glyphosat. Dazu kommen chemische Zusatzstoffe, die bewirken, dass das Glyphosat von den Pflanzen besser aufgenommen wird. Im Jahr 2000 ist Monsantos Patentschutz abgelaufen. Seitdem vertreiben zahlreiche Chemieunternehmen Herbizide mit Glyphosat. Diese werden massenweise eingesetzt, von Landwirten, Gärtnern oder Betreibern öffentlicher Grünflächen. Im Jahr 2016 wurden weltweit 800.000 Tonnen Roundup verwendet oder entsprechende Nachahmerpräparate. Im Sommer 2006 habe ich dieses Herbizid mit Glyphosat verwendet. Ich habe es persönlich mit einem Sprühgerät auf unserem Reitplatz ausgebracht. Diese zeitliche Übereinstimmung ist doch wirklich erstaunlich. Ich habe dieses Produkt 2 Tage lang sehr ausgiebig auf einer großen Fläche verwendet. Und 9 Monate später kam mein Kind zur Welt mit Missbildungen an den Organen, die sich genau in dieser Zeit der Schwangerschaft herausbilden. Komm, wir essen. Für uns stellte dieses Produkt eine potenzielle Gefährdung der Volksgesundheit dar. Wir sahen es als unsere Pflicht an, andere darüber zu informieren. Ich habe an den Staatspräsidenten geschrieben, den Gesundheitsminister, den Premierminister, den Landwirtschaftsminister. Ja, wir haben überall Alarm geschlagen. Wir haben mehrere Personen, die in diesem Bereich Verantwortung tragen, kontaktiert. Aber es hat sich nichts getan. Die Trägheit der Behörden ist unglaublich. Du hast alles gegessen, super. Hier gibt es, wie ich finde, eine rechtliche Lücke. Es kann nicht sein, dass wir als einzelne Privatpersonen Alarm schlagen müssen. Deswegen bin ich heute hier, weil ich hoffe, dass eine internationale Instanz wie diese in der Lage ist, das Problem anzugehen und die Bevölkerung zu warnen. Danke. Vielen Dank, Frau Grataloup. Das Wort hat jetzt Frau Robledo. Guten Tag. Ich komme aus Baigorita, einem kleinen Dorf mit 1.900 Einwohnern in der Provinz Buenos Aires, Argentinien.
Am 23. April 2013 kam meine Tochter Martina zur Welt. Kurz nach der Geburt wollte ich sie stillen, aber dabei ist sie fast erstickt. Die medizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass sie an einer angeborenen Fehlbildung leidet, an einer Ösophagusatresie mit Fistelbildungen zwischen Speise und Luftröhre. Oliven. Wenn ihr etwas schmeckt, isst sie nur das. Es ist schrecklich, wenn man erfährt, dass das eigene Kind operiert werden muss, weil es sonst stirbt. Das wünsche ich wirklich niemandem. Sie hatte alle Symptome, die bei so einer Fehlbildung auftreten können. Vor allem Atembeschwerden. Wir müssen bei allem, was wir tun, sehr vorsichtig sein. Weltweit liegt die Häufigkeit einer Ösophagusatresie bei etwa 1 zu 3.500 Geburten. Deswegen ist die Situation bei uns in Baigorita so außergewöhnlich. Wir haben pro Jahr hier etwa 30 Geburten, hatten in kurzer Zeit aber 2 Fälle solcher Fehlbildungen. Eine Situation, die statistisch erst in 120 Jahren hätte eintreten sollen, hat sich in nur einem Jahr eingestellt. Werden in der Nähe Herbizide versprüht? Ja. Alle Felder, die um das Dorf herum liegen, werden mit Herbiziden besprüht. Und hinter unserem Haus wurden jahrelang Fässer mit Glyphosat gelagert. Dort stand auch eine Feldspritze, die nach dem Sprühen das Glyphosat aus ihren Spritzgestängen mitten im Dorf entleerte. Sie wurde dann auf einem Gelände direkt neben unserem Haus abgestellt. Das ist empörend, aber ich möchte jetzt kämpfen, um ein Bewusstsein für dieses Problem zu schaffen. Lucha wurden in Argentinien 240 Millionen Liter Glyphosat-Herbizide versprüht. Seit 1996 ist ihr Verbrauch um mehr als 800% gestiegen. Grund dafür? Die Einführung von Monsantos GVO, allen voran das Roundup Ready Soja, wörtlich bereit fürs Roundup. Soja, das gentechnisch verändert wurde, um widerstandsfähig gegen das Glyphosat zu sein. Effekt? Das Unkraut wird vom Roundup vernichtet, während das Soja ungehindert wachsen kann. Das Gensoja wird heute auf 21 Millionen Hektar angebaut. 60% der gesamten Anbaufläche des Landes. Meine Tochter ist noch am Leben. Sie hat es schwer, aber sie lebt. Und ich möchte alle Familien aufrütteln. Wir dürfen nicht schweigen. Aber in unserem Land werden wir nicht gehört. Die Gesetze werden nicht respektiert. Weder auf regionaler noch auf nationaler Ebene. Also bleibt mir in meinem Schmerz nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen, wo man uns zuhört. Wo wir hoffentlich etwas bewirken können, damit das alles endlich aufhört. Für mehr Gesundheit, für uns alle, auf der ganzen Welt. Vielen Dank. Liebe Kollegen, haben Sie Fragen an die beiden ersten Zeuginnen? Guten Tag und vielen Dank für Ihre Berichte. Sie haben in Ihrer Aussage von Studien gesprochen. Was sind das für Studien und welche Experten haben Sie durchgeführt? Professor Carrasco in Argentinien hat Untersuchungen durchgeführt über die von Glyphosat verursachten Fehlbildungen bei Wirbeltieren. Ihm zufolge hemmt Glyphosat die Wirkung eines bestimmten Enzyms und so kommt es zu Missbildungen in den Organen im mittleren Teil des Körpers. Der Molekularembryologe Andrés Carrasco, der 2014 verstorben ist, führte wissenschaftliche Untersuchungen an der Medizinischen Fakultät von Buenos Aires durch. Er hat Embryos von Hühnern und Fröschen nur geringen Dosen von Glyphosat ausgesetzt. Dabei hat er festgestellt, dass Glyphosat einen Überschuss an Retinsäure, auch Vitamin-A-Säure genannt, bewirkt, die eine Schlüsselrolle spielt bei der Entwicklung aller Wirbeltiere,
den Menschen eingeschlossen. In seiner 2010 veröffentlichten Studie beschrieb Carrasco, dass die Störung der Retinsäure bei den Küken und Kaulquappen zu angeborenen Missbildungen führt. Rafael Achmanovic, ein weiterer argentinischer Forscher, hat die Ergebnisse von Andrés Carrasco bestätigt. Hola, buen día. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat er hunderte Frösche, die in der Nähe von Gensojafeldern lebten, eingesammelt und untersucht. Dabei hat er einen Rückgang der Population der Amphibien und eine Zunahme angeborener Missbildungen festgestellt. Die meisten Missbildungen, die wir an den wilden Amphibien beobachtet haben, traten an den Gliedmaßen auf. Hier zum Beispiel haben wir einen Frosch mit 1, 2, 3, 4 Beinen und einem zusätzlichen fünften Bein. Wir konnten nachweisen, dass die Tiere, die Herbiziden wie Glyphosat ausgesetzt waren, eine Störung der Retinsäure aufweisen. Hier haben Sie die Ergebnisse der Blutproben, in denen wir den Gehalt an Retinsäure gemessen haben. Wir haben Tieren, die keinem Glyphosat ausgesetzt waren, und Tieren, die diesem Stoff ausgesetzt waren, Blut entnommen und die Werte verglichen. Bei den Tieren, die mit Glyphosat in Kontakt waren, haben wir einen Überschuss an Retinsäure im Blut festgestellt. Die Ergebnisse aus dem Labor stimmen überein mit den Beobachtungen in der Realität. Ich habe eine Frage an Sie beide. Gab es auf den Etiketten der Behälter Warnhinweise, die auf mögliche Auswirkungen von Glyphosat in den ersten Schwangerschaftswochen hinwiesen? Nein. Auf den Behältern mit den Glyphosat-Herbiziden gab es keinen Hinweis auf mögliche Missbildungen oder Risiken für Schwangere. Vielen Dank. Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen? Die Informationen, die wir über die Medien bekommen, sind vollkommen manipuliert, damit wir, die Bürger, unwissend bleiben und uns nicht wehren. Unwissenheit führt zu Untätigkeit. So werden wir Komplizen dieses tödlichen Systems, das uns krank macht. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zum 26. Campamento Sanitario in Basavilbaso. Es ist das größte Gesundheitscamp, das bisher stattgefunden hat. Wir sind hier, weil es hier einen Bürgermeister, eine Gemeinde und viele Lehrer gibt, die wissen wollen, wie es um die Gesundheit in Basavilbaso steht. Unser Ziel ist, Informationen zu sammeln, die uns erlauben, eine gute Gesundheitspolitik und überhaupt eine bessere Politik aufzubauen. Das, was wir hier tun, sollte überall stattfinden, aber das ist nicht der Fall. Deswegen sind wir hier. Verehrte Richterinnen, verehrte Richter, ich vertrete eine Gruppe von Dozenten der Staatlichen Universität Argentiniens. Wir haben beschlossen, unsere Arbeit in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, die unsere Universität unterstützt. Im Jahr 2010 haben wir die sogenannten Gesundheitscamps ins Leben gerufen. Unsere Studenten halten sich, begleitet von ihren Dozenten, eine Woche in einer Stadt von etwa 10.000 Einwohnern auf und führen dort Umfragen durch. Sie gehen von Haus zu Haus und befragen die Bewohner. Damit möchten wir ein sogenanntes epidemiologisches Morbimortalitätsprofil auf Grundlage der Angaben der Bewohner erstellen. Wir erhalten somit ein unmittelbares Abbild der gesundheitlichen Probleme einer Gemeinschaft.
Guten Tag, ich bin Analia. Ich bin Juan Carlos. Mit wem wohnen Sie hier? Mit meiner Tochter und meinem Enkel. Hallo. Hatten Sie im letzten Jahr gesundheitliche Probleme? Der Kleine musste an einer Niere operiert werden. Warum? Wie heißt das nochmal? Hufeisen. Eine Hufeisenniere, das ist eine angeborene Fehlbildung. Ist in der Familie in den letzten 15 Jahren jemand verstorben? Ja, meine Frau. Wie alt war sie? 56. Wann ist sie gestorben? Letztes Jahr. Vor einem Jahr und 4 Monaten. Und woran? Sie hatte Asthma. Wenn Sie das Mittel versprüht haben, war es besonders schlimm. Wo haben Sie gesprüht? Auf dem Feld da drüben, auf der anderen Straßenseite. Rauchen Sie? Nein. Seit wann leben Sie hier? Ich bin hier geboren. Also seit 31 Jahren? Ja. Haben Sie Kinder? Ja. Wie viele Kinder haben Sie? Wir hatten eine Tochter. Sie ist gestorben. Wie alt war sie und wann ist sie gestorben? Sie war 12. Nein, 11. Sie wäre 12 geworden. Ja, als sie starb, war sie 11. Das war 2015. Woran ist sie gestorben? Lungenentzündung und Atemstillstand. Wo haben Sie gearbeitet? Ich habe als landwirtschaftliche Hilfskraft gearbeitet. Ich habe die Kanister für die Sprühmaschinen der Flugzeuge aufgefüllt. Mit welchem Produkt? Mit allen möglichen giftigen Produkten. Aber vor allem mit Glyphosat. Die Pestizide haben mich krank gemacht. Ich habe toxische Polyneuropathie. Können Sie das bitte wiederholen? Schwere, toxische Polyneuropathie. Toxica severa. Hatte jemand anders, der hier im Haus lebt, in den letzten 15 Jahren einen Tumor oder Krebs? Mein älterer Bruder ist vor 2 Jahren an Leberkrebs gestorben. Ich bin mir sicher, dass dies die gleichen Gründe hatte wie bei mir. Was hier passiert, ist ein stiller Völkermord. Und ich werde mich nicht länger zu dessen Komplizen machen. Ich werde darüber sprechen, bis zu meinem letzten Atemzug. Hier bin ich ein Aussätziger, der Einzige, der es wagt, über dieses Problem zu sprechen. Und damit existiere ich nicht mehr, weil ich versucht habe, das Massaker aufzuhalten, das die neuen Agrartechnologien verursachen. Bis heute haben 96.874 Personen aus 4 Provinzen an unserer Umfrage teilgenommen. Gibt es eine Verschmutzungsquelle in der Stadt? Ja. Welche Art? Durch den Einsatz von Pestiziden. Das Erstaunliche daran war, früher gab es solche gesundheitlichen Probleme in diesen Städten nicht. Diese neuen Krankheiten und Todesursachen sind in dem Zeitraum entstanden, als im Umland dieser Städte ein agroindustrielles Landwirtschaftssystem mit gentechnisch veränderten Pflanzen eingeführt wurde.
die wiederum abhängig von Glyphosat sind. 1996 ist ein Schlüsseljahr für den Ausbruch vieler neuer Gesundheitsschädigungen. Ich habe zahlreiche Beweisstücke gesammelt. Alle diese Fälle stellen für mich ein Verbrechen dar. Hier sehen Sie die Auswirkungen von Glyphosat auf einen kleinen Jungen, der auf dem Land in der Nähe von Bassa-Vilbaso lebt. Hier sieht man das Feld, das mit dem Herbizid besprüht wurde. Der Kleine ging aus dem Haus, um draußen zu spielen. Seine Mutter hat gesehen, dass er sofort einen Ausschlag bekam, gefolgt von schwerer Atemnot. Hier sehen Sie die Schädigungen an einem 12-jährigen Mädchen. Es hat mir erzählt, sie seien aufgetreten, nachdem es durch ein mit Glyphosat besprühtes Sojafeld gelaufen war. Dieses Video hat die Lehrerin einer kleinen Schule auf dem Land gedreht. Darauf sieht man die vielen Hin- und Hers des sprühenden Flugzeugs. Keine 100 Meter von der Schule entfernt. Schon eine Viertelstunde später fingen die Symptome bei den Kindern an. Die Hauptschuld trägt für mich die argentinische Regierung, die 1996 das sogenannte Monsanto-Technologie-Paket billigte. Und das nur aufgrund eines einfachen Ministerialdekrets, das nicht einmal vom Staatspräsidenten unterzeichnet wurde und ohne Abstimmung im Parlament. Das war der Anfang unserer ganzen Tragödie. Betreffs der Fehlgeburten. Zwischen 1995 und 1999 gab es 6 Fehlgeburten auf 100 Schwangerschaften. Zwischen 2010 und 2014 waren es 22,5. Genauso erschreckend sind die Zahlen für die angeborenen Fehlbildungen. Zwischen 2000 und 2004 kamen von 1000 Lebensgeburten 8,8 Kinder mit angeborenen Fehlbildungen auf die Welt. Zwischen 2010 und 2014 stieg diese Zahl auf 17,9. Des Weiteren ist uns aufgefallen, dass die Krebserkrankungen dramatisch zugenommen haben. Krebs ist in 25 Städten von den 26, die wir untersucht haben, die erste Todesursache. Guten Abend. Ich grüße Sie alle, Bewohner und Bewohnerinnen von Bassa-Vilbaso. Danke, dass Sie heute Abend dabei sind, bei diesem wichtigen Augenblick für die ganze Gemeinschaft. Ganz besonders begrüße ich Fabian, der heute Abend bei uns ist. Die Arbeit, die wir an der Universität mit der Unterstützung von euch allen machen, ist eine neue Form der Politik. Eine Politik, die auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist. Die öffentliche Universität spielt eine wichtige Rolle beim Aufbau einer neuen und gerechteren Gesellschaft mit mehr Solidarität und Gesundheit. Verehrte Richterinnen und Richter, dieses Tribunal ist von historischer Bedeutung. Denn es hat den Opfern die Möglichkeit gegeben, dass ihre Stimme weltweit gehört wird. Den Opfern, die in unserem System leider selbst nachweisen müssen, dass sie Opfer sind. Was uns hier angetan wird, ist ein Ökozid. Und wir sind hier, um das öffentlich anzuprangern. Danke.
Vielen Dank, Doktor, für Ihre klaren Ausführungen. Ich hätte noch eine Frage. Sie haben deutlich gemacht, dass wir wissenschaftliche Beweise brauchen. Wie wirkt sich dieses Produkt auf unsere Gesundheit aus? Um nicht nur bei statistischen Daten zu bleiben, können Sie uns kurz die Wirkungsweise erklären? Es liegen wissenschaftliche Beweise und Veröffentlichungen vor, die zum Beispiel belegen, dass Glyphosat die Expression bestimmter Gene stört. Das, was die Wissenschaftler in den Laboren herausgefunden haben, das, was uns die Mütter über ihre Kinder berichten, das, was die Landwirte auf ihren Feldern erleben, das alles entspricht dem, was wir vor Ort bei den Menschen gesehen haben. Vielen Dank. Ich überlasse Ihnen zwei Bücher, die alle Daten enthalten, die wir gesammelt haben. Wir werden nun weitere Zeugen hören. Ich begrüße Frau Christine Chappard und Herrn Timothy Litzenberg aus den USA. Sie haben das Wort. Ich reise eigentlich nie. Ich gehe nie an Orte, an denen viele Menschen sind. Denn ich habe ein schlechtes Immunsystem. Aber ich habe das Risiko auf mich genommen und bin hierher gekommen, weil ich es für sehr wichtig erachte. Ich wünsche niemandem, dass er das Gleiche durchmacht wie ich. Ich will, dass Monsanto aufhört, unseren Planeten zu vergiften. Der Konzern muss die Schäden, die er angerichtet hat, anerkennen und zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb bin ich hier. Mein Mann und ich haben 1995 eine Kaffeeplantage auf Hawaii gekauft. Im August 2003 wurde bei mir ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 4 diagnostiziert. Ich hatte eine 10%ige Überlebenschance. Wir dachten, ich würde sterben. Uns wurde schnell klar, dass wir die Plantage verkaufen mussten. Das war schlimm, aber es musste sein. Unsere private Krankenversicherung hat die Behandlung eines Non-Hodgkin-Lymphoms bei weitem nicht gedeckt. Offiziell habe ich keine Krankheitssymptome mehr, leide jetzt aber unter den Nebenwirkungen der Behandlung. Die Plantage, die wir auf Hawaii übernommen haben, war von dem Makler zuvor mit Roundup besprüht worden. Wir haben uns an die Hochschule für tropische Landwirtschaft auf Hawaii gewandt, um mehr über den Kaffeeanbau zu lernen. Dort empfahl man uns, Roundup zu benutzen. Man zeigte uns Fotos mit Arbeitern, die beim Sprühen weder Masken noch Handschuhe trugen. Man sagte uns, wir sollten ein Sprühgerät benutzen, das man auf den Rücken schnallt. Das habe ich dann getan. So sieht der Boden nach der Behandlung mit Roundup aus. Zwischen den Kaffeepflanzen wächst nichts mehr, kein Unkraut, nichts mehr. Ich habe die 5 Hektar Land vor jedem Gehölzschnitt, jeder Ernte besprüht, also 4 bis 5 Mal im Jahr. Roundup zu versprühen war in erster Linie mein Job. Mein Mann hat sich um die Bauten gekümmert. Niemand wusste, wie gefährlich das war. Ich habe meinen Arzt gefragt, warum ich? Ich habe ihn angeschrien, warum ich? Aber das konnte mir niemand sagen. Niemand wusste, warum ich an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt war. Als die WHO dann ihre Forschungsergebnisse zur Verbindung von Roundup und dem Lymphom publizierte, wusste ich, woher es kam. Die Internationale Agentur für Krebsforschung, IARC, ist eine internationale Referenz. Sie gibt die Monographien heraus, in denen Chemikalien entsprechend ihres krebserregenden Potenzials klassifiziert werden. Im März 2015 trafen sich 17 internationale renommierte Experten zur Prüfung der wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Glyphosat. Von 1000 geprüften wissenschaftlichen Untersuchungen haben sie 200 als qualitativ gut bewertet.
Untersuchungen aus der Industrie, die nicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht worden waren, fanden keine Berücksichtigung. Unsere Prüfung beruht auf zwei unterschiedlichen Beweisführungen. Die erste bezieht sich auf Krebserkrankungen bei Menschen, die im Rahmen ihrer Arbeit Glyphosat ausgesetzt waren. Wer Glyphosat im Alltag ausgesetzt ist, hat ein erhöhtes Risiko, an einem Non-Hodgkin-Lymphom, einer seltenen Krebsart, zu erkranken. Die zweite Beweisführung beruht auf Tierversuchen mit Nagetieren, deren Futter dauerhaft mit Glyphosat versetzt war. Es gibt klare, ausreichende Beweise dafür, dass Glyphosat bei Versuchstieren zu einer Krebserkrankung führt. Beide Beweisführungen führten zur Klassifizierung von Glyphosat als wahrscheinlich karzinogen für den Menschen, Gruppe 2a. Nur wenige Stunden nach der Entscheidung der Internationalen Agentur für Krebsforschung hat Monsanto ihre Bewertung in einer Stellungnahme als pseudowissenschaftlich abgetan. Was sagen Sie zu dieser schweren Anschuldigung? Es steht sehr viel Geld auf dem Spiel, daher diese Reaktion. Ich kann nur wiederholen, dass die Monographie alle öffentlich zugänglichen Studien berücksichtigt hat. Sie stammt von unabhängigen Wissenschaftlern, die kein Eigeninteresse daran haben. Guten Tag. Ich vertrete etwa 1000 Menschen. Die Hälfte davon sind Landwirte, die in Amerika regelmäßig Monsanto-Produkte auf ihren Feldern eingesetzt haben. Wir vertreten auch mehrere hundert Landschaftsgärtner, die auf den Grünanlagen ihrer Kunden arbeiteten. Wir vertreten Hausbesitzer, die der Werbung geglaubt haben und solche Produkte in ihrem Garten verwendet haben. Alle haben ein Non-Hodgkin-Lymphom entwickelt, nachdem sie regelmäßig Roundup und anderen Glyphosat-Produkten von Monsanto ausgesetzt waren. Christine war meine erste Mandantin. Sie wird wahrscheinlich als erste in Amerika vor Gericht gehen und vor Geschworenen aussagen. Diese werden darüber entscheiden, ob Monsanto Schmerzensgeld zahlen muss. An Christine und viele andere. Hallo. Guten Tag, ich habe einen Termin mit Timothy. Willkommen in der Kanzlei Miller. Hallo, freut mich. Ganz meinerseits. Ich gebe Ihnen nicht die Hand wegen meines Immunsystems. Entschuldigung, daran habe ich nicht gedacht. Macht nichts. Treten Sie ein. Danke. Danke. Wie Sie wissen, behauptet Monsanto weiterhin, dass dieses Produkt nicht krebserregend ist, also auch kein Non-Hodgkin-Lymphom verursacht. Wir haben es mit einem milliardenschweren Konzern zu tun, dessen Ressourcen nahezu unerschöpflich sind. Die Wissenschaft ist zum Glück auf unserer Seite, aber Monsanto finanziert auch eigene Studien. Monsanto versorgt die Umweltschutzbehörde EPA seit Jahren mit seinen Forschungsergebnissen. Das sind mittlerweile Berge von Dokumenten. Wir haben angefangen, die firmeninternen Unterlagen von Monsanto zu prüfen, um herauszufinden, was der Konzern wann wusste. Wir werden die Monsanto-Wissenschaftler und Verantwortlichen im Laufe des nächsten Jahres mit diesen Fragen konfrontieren und veranlassen, dass sie ihre Antworten zu Protokoll geben. Es ist eine große Erleichterung für mich, dass jemand etwas dagegen unternimmt. Ich bin dankbar, dass Ihre Kanzlei das in die Hand nimmt, denn als Einzelperson hat man keine Chance, Monsanto zu verklagen. Wir sprechen eine Sprache, die Monsanto versteht. Vermutlich die einzige Sprache, die Großkonzerne verstehen. Umsatz und Profit. Das wird den Konzern wahrscheinlich nicht verändern, aber es wird ihn da treffen, wo es wehtut. Danke. Ich möchte eine Frage an Christine stellen.
Sie waren sehr krank und leiden noch immer unter den Spätfolgen. Haben Sie das Monsanto mitgeteilt? Und wenn ja, wie hat Monsanto reagiert? Nein, ich habe mich nicht direkt an Monsanto gewandt. Diese Leute würden mir nicht zuhören und ich habe nicht genug Geld, um gegen sie anzugehen. Wenn ich die Kosten selbst tragen müsste, wäre ich ruiniert, noch bevor wir vor Gericht gingen. Alleine habe ich keine Chance. Ich brauche Unterstützung. Es wäre leider Zeitverschwendung, sich direkt an Monsanto zu wenden. Das Unternehmen behauptet weiterhin, dass Glyphosat nicht krebserregend sei und verkauft es in Amerika als quasi ungiftig. Sie behaupten, es sei so ungefährlich wie Kochsalz. Auf der Internetseite von Monsanto Frankreich gibt es tatsächlich einen Artikel mit der Überschrift »Räumen wir mit einigen Vorurteilen auf«. Auf Seite 8 kann man dort lesen, die akute Toxizität von Glyphosat ist um einiges geringer als die mancher gängiger Produkte wie Koffein oder Salz. Auf welche Studie stützt Monsanto diese Behauptung? Dieser Frage ist ein norwegischer Forscher der Universität Tromsø nachgegangen. Thomas Bohn ist Biologe, Experte für Biosicherheit. Er untersucht die Auswirkungen von Glyphosat und gentechnisch veränderter Organismen auf Mensch und Umwelt. Bohn hat die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA gebeten, eine von Monsanto durchgeführte Untersuchung aus dem Jahr 1978 freizugeben. Bei dem vorliegenden Test wurde behauptet, es bedarf 930 Milligramm Glyphosat pro Liter Wasser, um innerhalb von 48 Stunden die Hälfte einer Population von Daphnia magna, dem großen Wasserfloh, zu töten. Schlussfolgerung: praktisch ungiftig. Thomas Bohn hat den Daphnien-Test wiederholt. Die Kleinkrustentiere gelten als Modellorganismen, um die akute Toxizität von Chemikalien einzuschätzen. Es ist der erste Test, der von den zuständigen Behörden für die Zulassung eines Produkts gefordert wird. Die Ergebnisse waren sehr überraschend. Wir haben festgestellt, dass man weniger als 10 Milligramm pro Liter braucht, um dieselben Tiere zu töten. Glyphosat ist demnach 100 bis 300 Mal giftiger als in dem früheren Experiment dargestellt. Wahrscheinlich wurde damals eine andere Glyphosatart verwendet. Es kann nicht dieselbe Art gewesen sein, sonst wären die Ergebnisse nicht so unterschiedlich. Eine andere Glyphosatart? Es gibt verschiedene Arten von Glyphosat, darunter wasserlösliche Formen, die als Herbizid eingesetzt werden. Es gibt auch andere, nicht lösliche Arten. Es wäre aber absurd, diese zu prüfen, wenn man untersuchen will, wie gefährlich Glyphosat für unsere Gewässer und die Landwirtschaft ist. Wir haben die richtige Glyphosatart untersucht und sie ist weitaus giftiger als 1978 behauptet. Und dieses Label praktisch ungiftig ist seit Jahrzehnten im Umlauf. Ich spreche auf Spanisch. Vielen Dank für Ihre Aussagen. Ich habe zwei Fragen. Wer ist in solchen Fällen rechtlich verantwortlich? Die Firma, die das Produkt verkauft hat, oder Monsanto als Hersteller? Oder beide? Und gibt es Ihrer Meinung nach genügend rechtliche Mittel, um Schadensersatzforderungen durchzusetzen? Wir wissen, dass Monsanto weltweit Regierungen und Behörden unterwandert und beeinflusst. Die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA ist zuständig für die Überprüfung und Reglementierung der Monsanto-Produkte. Doch dieser Prozess ist nicht neutral, denn zahlreiche ehemalige Monsanto-Mitarbeiter arbeiten heute für die EPA. Gleichzeitig gibt es ehemalige EPA-Mitarbeiter, die mittlerweile für Monsanto arbeiten oder den Konzern beraten. Aus unserer Sicht ist Monsanto rechtlich verantwortlich.
denn der Konzern hat die Wissenschaft und die Reglementierung der Produkte manipuliert. Das kann man zurückverfolgen. Die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA ist das Pendant zur europäischen EFSA, der Behörde für Lebensmittelsicherheit. Beide Behörden entscheiden über die Zulassung von Pestiziden. Die Unternehmen müssen ihnen toxikologische Untersuchungen zur Bestimmung der akuten und chronischen Toxizität ihrer Produkte liefern. Bei der chronischen Toxizitätsbestimmung werden die Auswirkungen über eine längere Zeit gemessen. Die Wirkstoffe werden auf ihre teratogene Wirkung untersucht, das heißt, ob sie Geburtsfehler hervorrufen können, und auf ihre mutagene Wirkung, also ob sie Genmutationen auslösen oder krebserregend sind. All diese Studien unterliegen dem Betriebsgeheimnis und werden nie in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Das amerikanische Gesetz Freedom of Information Act gibt aber jedem Bürger das Recht, Zugang zu Dokumenten von staatlichen Behörden zu verlangen. Der Biochemiker Anthony Samsel konnte so die Zulassungsunterlagen für Glyphosat bei der EPA anfordern, die Monsanto in den 1980er Jahren an die Behörde übermittelt hat. Als diese sich weigerte, die Unterlagen freizugeben, hat Samsel den zuständigen Senator um Hilfe gebeten und schließlich Recht bekommen. Das sind die geheimen Unterlagen, die von Monsanto zur Glyphosat-Zulassung an die EPA übergeben wurden. Jede Seite wurde mit diesem Stempel versehen. Enthält Handelsgeheimnisse oder anderweitig vertrauliche Informationen der Monsanto AG. Zeigen diese Studien, dass Glyphosat krebserregend kann? Ja. Monsanto hat unterschiedliche Krebsarten aufgeführt. Ich habe die Daten von Monsanto in Tabellen übertragen, um eine bessere Übersicht über die möglichen Krebsarten zu bekommen. Hier sind die verschiedenen Lymphome und Sarkome aufgeführt. Hier die Geschwüre im Unterhautgewebe. Das sind alles unterschiedliche Krebsarten. Diese Liste betrifft männliche Versuchstiere. Und diese Liste hier, weibliche Versuchstiere mit Krebsgeschwüren in Gehirn, Herz, Lunge, Leber. Die Studien von Monsanto sind sehr professionell gemacht. Die wissenschaftliche Qualität hat mich überzeugt. Leider hat uns der Konzern diese Informationen aber vorenthalten. Ich heiße Saman Kolon und komme aus Padavia in Sri Lanka. Ich vertrete hier etwa 40.000 Reisproduzenten und ich möchte über die Schäden berichten, die toxische Produkte wie Roundup bei ihnen verursacht haben. Meister, in den Niederlanden findet eine Konferenz über die Nierenkrankheit statt. Dr. Channa und ich sind eingeladen. Ich bin gekommen, um mich segnen zu lassen, bevor ich dorthin fahre. In unserem Dorf werden wir Mönche zu etwa 20 Beerdigungen pro Monat gerufen. Mindestens 10 der 20 Todesfälle wurden durch die Nierenkrankheit verursacht. Ich gebe dir und Dr. Channa meinen Segen.
Möge die Kraft des Buddhismus euch begleiten. Dhammo me saranam varam yetena satya vajjena hotu me te mangalam natti me saranam anyam itam deva manussanam buddha te jena suttina nasantu padriva sabdi. Goi mahatturun vana apata. Wir Reisproduzenten gehen davon aus, dass die Nierenkrankheit von Roundup hervorgerufen wird. Das ist ein sehr giftiges Produkt, das unser Wasser verseucht. Vor allem Männer sind von der Nierenkrankheit betroffen. Aber sie sind diejenigen, die das Geld verdienen. Sie müssen die Familien ernähren. Sri Lanka ist in der orientalischen Welt für seine lange Tradition in der Landwirtschaft bekannt. Wir bauen seit 25 Jahrhunderten Reis an. Doch derartige gesundheitliche Probleme hat es bei uns noch nie gegeben. Angefangen haben sie Mitte der 90er Jahre. Zu Beginn lautete die Diagnose chronische Nierenerkrankung mit unbekannter Ursache. Gewöhnlich werden Nierenbeschwerden durch eine langjährige Diabetes oder Bluthochdruck hervorgerufen. Aber die jungen Reisbauern, die betroffen waren, litten weder unter Diabetes noch unter Bluthochdruck. Bei den ersten epidemiologischen Untersuchungen haben wir die Patienten in Gruppen eingeordnet und die klinischen Symptome ermittelt. Haben Sie Roundup verwendet? Ja, 25 bis 35 Liter pro Ernte. Ist das Ihr Reisfeld? Ja, das ist nicht die Jahreszeit, aber hier ist es. Heute weiß ich, dass uns dieses Spritzgerät den Tod gebracht hat. Aber es sollte uns doch nur helfen, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit welchen Symptomen hat die Krankheit angefangen? Vor 5 Jahren hatte ich mehrere Monate lang starke Kopfschmerzen. Beim Wasserlassen brannte es sehr stark und ich hatte Rückenschmerzen. Die Nierenkrankheit wird erst sehr spät erkannt, denn es gibt keine spezifischen Anzeichen oder Symptome. Wenn die ersten klinischen Merkmale auftreten, ist die Nierenfunktion meistens schon 60-65% eingeschränkt. Die Patienten sterben in der Regel 4 bis 8 Jahre nach der Diagnose. We started our study. 2008 begannen wir, die Krankheitsursachen zu erforschen. Bis dato hatte ich mich nicht mit Glyphosat oder anderen Pestiziden beschäftigt. Es war nicht mein Fachgebiet. Aber dann wollte ich mehr über Glyphosat und Roundup erfahren. Dabei fand ich heraus, dass Glyphosat anfangs als sogenannter Komplexbildner patentiert worden war. Nicht Monsanto hat das Glyphosat erfunden, sondern der Schweizer Chemiker Henri Martin. 1964 hat der amerikanische Chemiekonzern Stauffer Chemicals ein Patent erhalten für die verkannte Funktion der Substanz als Komplexbildner.
Die chemische Struktur von Glyphosat ermöglicht es, Metalle aus ihrer Umwelt herauszulösen, sie zu binden und wasserlöslich zu machen. So wurde Glyphosat zunächst als kraftvolles Reinigungsmittel zur Entkalkung industrieller Boiler und Rohrleitungen eingesetzt. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es eine statistisch signifikante Verbindung gibt zwischen der Krankheit und der Anwendung des Glyphosats bei Calcium- und magnesiumhaltigem Brunnenwasser. Wenn das Grundwasser einen hohen Gehalt an Calcium und Magnesium aufweist, verbindet sich das Glyphosat mit den Metallen. Seit wann nutzen Sie diesen Brunnen? Seit ich klein bin. Schon meine Eltern haben ihn genutzt. Wir trinken das Wasser nicht mehr, nutzen es aber. Wofür? Um uns und unsere Kleider zu waschen. Gibt es weitere Personen, die von diesem Wasser getrunken haben und krank wurden? Meine ältere Schwester. Bevor sie heiratete, hat sie bei uns gewohnt und hat das Wasser aus dem Brunnen getrunken. Sie wurde krank und ist an der Nierenkrankheit gestorben. Der Wert der gelösten Feststoffe liegt bei 852 Milligramm pro Liter. Das ist sehr hoch. Tafelwasser enthält normalerweise weniger als 20 Milligramm pro Liter. Dieses Wasser enthält natürliche Mineralstoffe wie Calcium oder Magnesium. Die anderen Bestandteile aber sind Rückstände der chemischen Düngemittel, die auf den Reisfeldern eingesetzt werden. Cadmium, Chrom, Nickel, Kobalt. Alles Schwermetalle. Zusammen mit Glyphosat ergeben sie eine feste Verbindung, die im Grundwasser zurückbleibt. Wenn man dieses Wasser trinkt, gelangen alle diese Stoffe in den Körper. Glyphosat-Metallverbindungen sind für die Nieren giftiger als Glyphosat oder Schwermetalle allein. Sie haben die Interaktion von Glyphosat und bestimmten Wasserarten beschrieben. Hat Monsanto davon gewusst? Und wurde die Bevölkerung gewarnt? Die Chemiker bei Monsanto wussten, dass sich Glyphosat mit Metallen verbindet. Denn Glyphosat war ja als Komplexbildner patentiert worden. In den USA gibt es Warnhinweise auf den Packungen. Bei uns aber nicht. Wir haben eine klinische und eine biochemische Studie durchgeführt. Die Urinproben und die biologischen Proben haben hohe Glyphosat- und Schwermetallwerte ergeben. Das Problem an den glyphosathaltigen Herbiziden ist nicht nur, dass sie diese Epidemie einer chronischen Krankheit hervorrufen. Auch die Umwelt wird stark belastet. Die Nordzentralprovinz von Sri Lanka ist zweifelsohne das beste Beispiel für einen Ökozid. Saman, der euch vertritt, und ich werden am 14. Oktober in die Niederlande reisen. Ihr könnt uns jetzt über eure Probleme berichten. Und Saman wird es dort weitergeben. Als wir früher mit unserem Vater auf die Reisfelder gingen, fingen wir in den Wasserkanälen so große Fische, die wir dann mit nach Hause nahmen. Heute gibt es hier nichts mehr, keine Frösche, keine Krabben, keine Mangusten, keine Heuschrecken, gar nichts. Was passiert mit der Familie, wenn der Mann krank wird? Mein Mann ist vor 8 Jahren gestorben und ich bin krank. Ich habe seit 5 Jahren die Nierenkrankheit. Wir haben kaum Geld. Es ist sehr schwer, die Familie zu ernähren. Welche Unterstützung wünscht ihr euch? Wir wollen, dass die Unternehmen den Erkrankten und den Familien Entschädigungen zahlen. Die Familien sollen bis zum Tod des Patienten eine bestimmte Summe bekommen.
Die Unternehmen, die das Produkt verkaufen, sind schuld. In unseren Augen trägt ganz klar Monsanto die Verantwortung. Monsanto hat das Produkt Roundup auf den Markt gebracht. Ein regelrechtes Gift, das wirtschaftliche und soziale Schäden angerichtet und unsere Leben zerstört hat. Der Konzern muss Entschädigungen zahlen. Für die Toten und für diejenigen, die erkrankt sind. Wissen Sie ungefähr, wie hoch die Zahl der Opfer ist? 24.800 Menschen sind an der Nierenkrankheit gestorben. Und laut Angaben der Regierung leiden in Sri Lanka bis heute 69.000 Menschen daran. Dank unserer Studie hat die Regierung glyphosathaltige Herbizide in Sri Lanka verboten. Wir sind ein kleines Land und haben unseren Teil geleistet. Ich hoffe, die anderen Länder werden unserem Beispiel folgen. Vielen Dank. Hat Monsanto der Regierung nach dem Verbot von Glyphosat mit Sanktionen gedroht? Kurz nach dem Verbot kam Dr. Daniel Goldstein, ein führender Monsanto-Wissenschaftler, nach Sri Lanka. Er übte gewaltigen Druck aus, um das Verbot aufzuheben, und hat eine Verleumdungskampagne gegen unsere Wissenschaftler angestrengt. Es gab unterschiedliche Drohungen, aber ich weiß nicht, ob sie auch direkt gegen die Regierung gingen. Mit diesen Zeugenaussagen beenden wir den ersten Teil, in dem es um die Auswirkungen der Monsanto-Produkte auf die menschliche Gesundheit ging. Nun kommen wir zum zweiten Teil. Hier geht es um die Auswirkungen auf den Boden und die Pflanzen. Ich bitte Professor Don Huber aus den Vereinigten Staaten, seine Aussage zu machen. Bitte sehr. Ich vertrete Professor Don Huber, der aufgrund eines Todesfalls in seiner Familie heute leider nicht hier sein kann. Don Huber ist ein bedeutender Pflanzenpathologe an der Purdue-Universität. Glyphosat hat drei Patente. 1964 als Komplexbildner, 1974 als Herbizid und 2010 als Antibiotikum für Menschen, das intravenös oder in Form einer Tablette verabreicht werden kann. Ein Breitbandantibiotikum und Antiparasitikum zugleich. Und so etwas finden wir dann in unseren Lebensmitteln. Dr. Hubers Bericht heißt Falsche Versprechen und fehlerhafte Wissenschaft. Der Einfluss von GVO und Glyphosat auf Böden, Tiere, Mensch und Umwelt. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind der weltweit größte Produzent von gentechnisch veränderten Organismen mit über 75 Millionen Hektar Anbaufläche. Alle Felder werden mehrmals pro Jahr mit Roundup behandelt, wie dieses Feld mit krankem Genmais. Laut einer von Don Huber veröffentlichten Studie hat der massive Einsatz von Glyphosat seit über 20 Jahren zur Verbreitung von 40 Krankheiten geführt. Hervorgerufen durch die Wirkung des Herbizids als Komplexbildner und Antibiotikum. Rotten Fish. Stinkt nach faulem Fisch. Die zweite Ähre stinkt auch und verrottet. Wegen der Bakterien. Überall Bakterien. Es ist das sogenannte Welken von Mais. Früher hatte das keine wirtschaftlichen Folgen. Die Krankheit war auf ein paar Gebiete im Osten von Nebraska und West Iowa beschränkt. Heute ist sie überall dort in Nordamerika verbreitet, wo die neuen Technologien eingesetzt werden. Es ist gut möglich, dass das gesamte Feld nächste Woche schon tot ist. Als hätten alle Pflanzen starke Frostschäden erlitten.
Beim Versprühen von Glyphosat werden wichtige Mineralien gebunden und dadurch unbeweglich gemacht. Vor allem Spurenelemente wie Kupfer, Mangan, Zink. Diese Mineralien sind notwendig für das Wachstum der Pflanzen. Glyphosat ist aber ein sehr starker Komplexbildner. Diese Pflanzen leiden also unter Mineralstoffmangel? Ja, ein Mineralstoffmangel vom Menschen gemacht. Glyphosat führt zu kranken Pflanzen und zur Bildung von Superbakterien. Wir reißen die Pflanzen aus, deren Blätter Anzeichen für das sogenannte plötzliche Absterben aufweisen. Die Krankheit wird durch einen Fusarium-Pilz verursacht. Die Blätter sehen aus wie Lepra-Froschhaut und das Innengewebe wird braun. Diese Krankheit gibt es erst seit der Einführung der glyphosatresistenten GVO. Ein Merkmal ist, dass nur noch zwei Hülsenfrüchte pro Fruchtknoten wachsen. Eigentlich hat Soja aber das genetische Potenzial, 12 Hülsenfrüchte pro Knoten zu tragen. Letztendlich haben wir also schlechte Qualität und einen geringeren Ertrag. Glyphosat ist als Antibiotikum patentiert. Es ist sehr giftig für alle nützlichen Bodenorganismen, die Nährstoffe liefern. Die Pflanze wird derart geschwächt, dass eigentlich ungefährliche Mikroben die Pflanze angreifen und schließlich töten. Viele Landwirte wollen heute so schnell wie möglich von den genmanipulierten Pflanzen wegkommen. Denn sie wollen qualitativ hochwertige Produkte erzeugen. Glyphosat greift den Boden, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen an. Ein Ökozid in jeder Hinsicht. Meine Damen und Herren, im dritten Teil geht es nun um die Schädigung der Tiergesundheit durch Monsanto-Produkte. Ich begrüße Herrn Dr. Art Dunham aus den USA. Ich werde Ihnen die erhöhten Gesundheitsrisiken für Tiere vorstellen, die durch den Einsatz von Glyphosat verursacht werden. Die Landwirtschaft ist die Existenzgrundlage unserer Gesellschaften. Die Gesundheit der Böden, Pflanzen, Tiere und Menschen, alles hängt zusammen. Das dürfen wir im Sinne der Nachhaltigkeit nicht vergessen. ...1974 habe ich hier als Tierarzt angefangen. Von 10 Farmen existiert heute nur noch eine und eine von 10 betreibt heute noch Viehzucht. Das Landwirtschaftsministerium fördert den Anbau von Mais und Sojabohnen. Das bedeutet große Monokulturen und weniger Landwirte. Ich betreue immer weniger Tierzüchter und die, die geblieben sind, haben mehr Tiere. Aber die Rinder und Schweine haben gesundheitliche Probleme und leben nicht lange. Denn in ihrem Futter befinden sich heute Rückstände von Glyphosat. Die gentechnisch veränderten Pflanzen stellen eine Gefahr für sie dar. Das Futter enthält weniger Mineralstoffe und ist mit einem Antibiotikum durchsetzt, das die Darmflora der Tiere angreift. Es enthält schädliche Mikrotoxine, die die Tiere krank machen. Manganmangel.
Dieser wurde erstmals 2006 großflächig festgestellt. Bei Schweinen, Milch- und Mutterkühen. Viele Tiere haben keinen Eisprung und sind somit unfruchtbar. Manche Kälber werden mit Chondrodysplasie geboren. Sie sehen aus wie Bulldoggen mit geschwollenen Gliedern und verkürzten Beinen. Es gibt auch viele Totgeburten. Bei anschließenden Untersuchungen kann kein Mangan in ihrem Körper nachgewiesen werden. Botulismus. Ursprünglich wurde Botulismus von verdorbenen Lebensmitteln hervorgerufen. Aber durch den Einsatz von Glyphosat im Futter nehmen die Fälle in den USA zu und sind oft schwer zu diagnostizieren. Sie sind schmutziger als sonst, weil ich sie im Stall lasse. Bei der Hitze muss ich sie abduschen. Ja, stimmt. So einen heißen Sommer hatten wir noch nie. Hier, wo es kühl ist, fressen sie besser. Hier hatten wir das Botulinum Neurotoxin. Wir verloren Kühe. Welche Symptome hatten sie? Sie hatten alle Symptome. Durchfall, Verstopfung, Probleme mit der Zunge. Sie konnten nicht mehr richtig fressen und trinken. Und sie konnten das Maul nicht gut öffnen. Es ging ihnen sehr schlecht. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Glyphosat und Botulismus? Glyphosat ist ein Breitbandantibiotikum. Man braucht 5000 bis 10.000 Millionstel, um Clostridienbakterien abzutöten. Aber schon 0,1 Millionstel töten die nützlichen Organismen in der Darmflora ab, die diese Bakterien stoppen. Sie füttern kein Genfutter mehr. Geht es Ihren Kühen besser? Viel besser. Ich verwende nur noch konventionelles Futter, das keine Spuren von Roundup enthält. Ich habe dieses System so satt. Wir haben immer mehr infizierte Tiere, die nur noch 3 bis 4 Jahre leben. Welche Folgen hat das für uns Menschen? Vieles wissen wir heute noch gar nicht. Ich mache mir große Sorgen um unsere Gesundheit. Die Gesundheit von Mensch und Tier sind eng verbunden. Tier- und Humanmediziner sollten Hand in Hand arbeiten. Und Tiere dienen den Menschen als Modell. Vielen Dank, Mr. Dunham. Ich übergebe nun das Wort an Frau Monika Krüger aus Deutschland. Guten Tag, Sie haben das Wort. Thank you. Wir haben in diesen 15 Jahren über den chronischen Botulismus gearbeitet. Und interessanterweise existiert diese Erkrankung im Rinder seit Mitte der 90er Jahre. Und so befassten wir uns an meinem Institut längere Zeit mit Glyphosat. Dummerweise sind diejenigen Bakterien empfindlich, die wir für unser Leben benötigen. Das sind die sogenannten gesundheitsfördernden Bakterien wie Lactobacillen, Bifidobakterien, Enterokokken und so weiter und so fort. Aber Pathogene wie zum Beispiel Salmonellen oder auch unterschiedliche Clostridien-Spezies oder Fusarium, das sind Pilze, sind resistent bis tolerant. Das heißt, wenn Glyphosat im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren vorkommt, kommt es zu einer Verschiebung des mikrobiellen Gleichgewichtes. Wenn man sich mit der Magen-Darm-Mikrobiota befasst, weiß man, dass sie ganz wesentlich ist für das Immunsystem, für das Nervensystem, aber auch für den Stoffwechsel. Sie haben heute mitbekommen, dass eben in Brasilien, Argentinien, aber auch USA GVO-Soja produziert wird und nach Europa exportiert wird. Das heißt, die Mehrzahl unserer Tiere fressen dieses GVO-Soja. Das heißt also, sie werden mit Glyphosat belastet. Der Rückstandshöchstwert von Soja liegt bei 20 Milligramm pro Kilogramm. Europa importiert jedes Jahr 38 Millionen Tonnen Gensoja aus Nord- und Südamerika. Als Sojaschrot wird es an Hühner, Kühe und Schweine in der industriellen Viehzucht verfüttert.
Ich möchte Ihnen berichten, was ich an meinen Schweinen beobachtet habe. Mein Vater war von 1959 bis 1993 Landwirt, aber derartige Missbildungen hat er nie gesehen. Er hat nie Gensoja verfüttert, denn das gab es damals noch nicht. Ich habe die Schweine mit Missbildungen nach der Geburt fotografiert oder gefilmt. Dann habe ich sie getötet und eingefroren. Nach 2 Jahren hatte ich Daten von 32.000 Schweinen gesammelt. Das sind viel mehr als bei Studien an einer Universität. Wir müssen das sehr ernst nehmen. Es ist kein Zufall, dass eine EU-Bürgerin da ist, deren Sohn eine schlimme Krankheit hat. Das berührt mich sehr, vor allem wenn Kinder betroffen sind. Innerhalb von 2 Jahren wurden bei uns 124 Ferkel mit Missbildungen geboren. Hier sehen Sie ein Ferkel mit 2 Köpfen. Hier liegt es auf dem Rücken. Dieses Ferkel hat einen deformierten Schädel. Die Schädeldecke hat sich nicht geschlossen. Mikrozephalie ist die häufigste Fehlbildung. Bei diesem hier sind die Beine nicht richtig ausgebildet. Dieses Foto erinnert mich an ein Kind, das ich gesehen habe. Dagegen muss man etwas tun, sonst ist man ein schlechter Landwirt. Mich berührt das sehr. Es geht schon wieder. Es ist schon unglaublich, dass wir drei hier zusammensitzen. Anfang des Jahres habe ich eine Reportage im Fernsehen gesehen. Dort wurde erklärt, dass schon kleine Dosen von Glyphosat bei Ferkeln zu Missbildungen führen. Alle anderen haben da nur missgebildete Ferkel gesehen, aber ich habe Theo gesehen. Ich habe sofort daran gedacht, was mit ihm passiert ist. Ip hat 40 Ferkel zu uns nach Leipzig gebracht. Wir haben sie seziert und Gehirn, Leber, Nieren und Muskeln untersucht. In sämtlichen Gewebeproben haben wir Glyphosat gefunden. Ip hatte auch festgestellt, dass bei höherer Glyphosat-Konzentration im Futter mehr Tiere mit Missbildungen zur Welt kommen. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Schicksal der Schweine und dem der Menschen. Schließlich habe ich kein Gensoja mehr verfüttert. Und schon nach 2 Tagen sagte mir mein Betriebsleiter, dass sich der Zustand der Tiere verbessert habe. Früher hatten unsere Schweine ständig Durchfall. Das hörte von einem Tag auf den anderen auf. Die Säue haben wieder mehr gefressen, mehr Milch gegeben und konnten mehr Ferkel säugen. Geschwüre und Hämorrhagien sind verschwunden. Und auf eines möchte ich noch hinweisen. Die Glyphosatrückstände im Tierfutter waren geringer als die, die heute im Essen der EU-Bürger sind. Roundup muss verboten werden. Das ist ein Genozid. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe noch eine Frage. Wird das Sojafutter irgendwelchen Kontrollen unterzogen? In Dänemark verwenden wir 1,7 Millionen Tonnen Soja aus Argentinien und Brasilien. Aber leider erachtet man es nicht für notwendig, die Glyphosatrückstände zu überprüfen. Tests gibt es nur sehr selten. Ein Schnellkurs in Toxikologie. Für jede zugelassene Chemikalie setzten die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA und die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA Expositionsnormen fest. Eine davon ist die ADI, die duldbare tägliche Aufnahmemenge. Sie legt die Menge einer Substanz fest, die ohne merkliches Gesundheitsrisiko täglich und lebenslang aufgenommen werden kann. Für Glyphosat liegt dieser Wert bei 0,3 Milligramm pro Körpergewicht.
Bei einem Gewicht von 60 Kilo soll ein Mensch also unbedenklich 18 Milligramm Glyphosat pro Tag zu sich nehmen können. Die zweite Norm betrifft die sogenannten Rückstandshöchstmengen, auf Englisch MRL. Das sind maximal zulässige Konzentrationen für Rückstände in Futter und Lebensmitteln. Für Soja wurde dieser Wert stark erhöht. 1997 waren es 0,4 Milligramm pro Kilo. Heute sind es 20 Milligramm pro Kilo. Thomas Bohn erachtet diese Werte für Glyphosat als viel zu hoch. Der norwegische Wissenschaftler hat an Daphnia Magna Untersuchungen zur chronischen Toxizität von Glyphosat durchgeführt. Er hat die Kleinkrebse mit Soja aus den USA gefüttert. Mit Biosoja? Mit Gensoja mit durchschnittlich 9 Milligramm Glyphosat pro Kilo? Und mit konventionellem Soja, also weder genmanipuliert noch bio. Wir haben Unterschiede in der Lebensdauer festgestellt. Tiere, die mit Glyphosat-belastetem GVO-Soja gefüttert wurden, lebten kürzer. Die Todesrate war höher und die Fortpflanzungsrate niedriger. Das beste Ergebnis lieferte das Bio-Soja. Die Tiere lebten länger und hatten mehr Nachkommen. Unsere Ergebnisse werden hoffentlich zu einer neuen Bewertung von Glyphosat beitragen. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Richter, geehrte Anwesende. Ich habe den Bericht für die weitere Zulassung von Glyphosat analysiert. Insbesondere den Teil des Bundesinstituts für Risikobewertung in Deutschland sowie die Schlussfolgerungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Ich werfe den europäischen Behörden wissenschaftlichen Betrug vor. Durch ihr betrügerisches Vorgehen haben sie die Schlussfolgerung der sogenannten Glyphosate Task Force bestärkt, die von Monsanto geleitet wird und die die Verlängerungsanfrage eingereicht hat. Ein kurzer Rückblick. 2015 musste die weitere Zulassung von Glyphosat in Europa geprüft werden. Diese Prüfung ist alle 10 Jahre vorgeschrieben. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung BFR mit der Erstellung eines Vorberichts beauftragt. Die deutschen Experten haben alle verfügbaren Studien zu Glyphosat gelesen, sowie eine Synthese der Glyphosate Task Force, eines Zusammenschlusses von 20 Industrieunternehmen unter dem Dach von Monsanto. Auf Grundlage des BFR-Berichts hat die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA im November 2015 entschieden: Glyphosat ist nicht krebserregend und wird in der EU weiter zugelassen. 96 internationale Wissenschaftler wollten das nicht hinnehmen und schrieben einen offenen Brief an den zuständigen EU-Kommissar. Einer der Initiatoren war der renommierte amerikanische Wissenschaftler Christopher Portier. Die Forschungsergebnisse des BFR und der EFSA sind unserer Meinung nach aus wissenschaftlicher Sicht fehlerhaft und betrügerisch. Warum? Die Vorgehensweise war nicht korrekt. Wichtige wissenschaftliche Beweise wurden ignoriert. Es wurde nicht die richtige Methode eingesetzt, um Beweise auszuwerten. Und es wurden Studien herangezogen, die in diesem Zusammenhang nicht sachdienlich sind. Und warum? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so gemacht wurde und dass das wissenschaftlicher Betrug ist. Tatsachen wurden verdreht und vorhandene Studien und zuverlässige Beweise ignoriert. Die Behörden haben den Chemiekonzernen dadurch die Erlaubnis erteilt, weiterhin ein krebserregendes Herbizid zu vertreiben. Ich frage mich, warum? Warum diese Verschwörung? Was steckt dahinter? Ich habe keine Beweise.
Aber ich vermute, dass hinter der Neuzulassung von Glyphosat in der EU ein großes wirtschaftliches Interesse steckt. Es gibt aber noch weitere Gründe. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat Glyphosat bereits im Jahre 2002 als unbedenklich eingestuft. Es wäre peinlich, jetzt die Meinung zu ändern, denn viele relevante Studien waren damals schon zugänglich. All diese Fehler passen in keiner Weise zu einer seriösen wissenschaftlichen Arbeitsweise. Es ist überraschend, dass Wissenschaftler dafür ihren Ruf riskieren. Geradezu schockierend. Damit sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Es wurde nicht offengelegt, von wem diese Bewertung stammt. Als offizieller Autor wird das Bundesinstitut für Risikobewertung genannt, dessen Mitglieder aber anonym bleiben. Kein Wissenschaftler hat also seinen Ruf riskiert. Bien. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Ende der Anhörung am Internationalen Monsanto-Tribunal. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Wie geht es jetzt weiter? Denn hier soll es ja nicht zu Ende sein. Zuerst werden wir uns beraten. Wir werden prüfen, ob die Geschäftspraktiken von Monsanto grundlegende Rechte wie das Recht auf eine gesunde Umwelt, das Recht auf Nahrung und das Recht auf Informationen verletzen. Diese Rechte stehen jedem Menschen zu. Sie sind international gültig. Dann werden wir ein sogenanntes Advisory Opinion erstellen. Das ist ein Rechtsgutachten mit einer juristischen Analyse. Mit dem Ziel, den Anwälten, Richtern und Gerichten mehr juristische Mittel an die Hand zu geben, um aktiv werden zu können in Fragen der Haftung oder Entschädigungszahlungen. Diese Fragen müssen angegangen werden. Das zweite Ziel ist die Stärkung und Ausweitung der allgemeinen Menschenrechte. Es geht um das Verbrechen des Ökozids. Wir arbeiten darauf hin, dass Ökozid als Verbrechen in das internationale Strafrecht mit einbezogen wird. Das ist alles, was ich im Moment dazu sagen möchte. Im Namen des Tribunals danke ich allen Teilnehmern und erkläre hiermit die Anhörung am Internationalen Monsanto-Tribunal für geschlossen. Vielen Dank. Das Rechtsgutachten wurde von den Richtern am 18. April 2017 in Den Haag bekannt gegeben. Sie kommen zu dem Schluss, dass Monsanto nicht entsprechend den allgemeinen Menschenrechten handelt. Sie fordern die Verankerung des Straftatbestands Ökozid, also das Verbrechen gegen die Ökosysteme, im römischen Statut, das die Grundlage für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bildet. Auf gleicher Ebene wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, Krieg und Aggression. Würde Ökozid vom internationalen Strafrecht anerkannt, könnte Glyphosat als Werkzeug dieses Verbrechens verurteilt werden. Was erhoffen Sie von diesem Tribunal? Dass ein allgemeines Bewusstsein geschaffen wird. Keiner kann sagen, das betrifft mich nicht, es betrifft uns alle. Laut Monsanto ist Roundup absolut notwendig, aber das ist es nicht. Sie könnten uns drohen. Wenn ihr unsere GVO-Produkte und Roundup verbieten lasst, können wir euch wegen Marktanteilsverlust verklagen. Wir haben heute ein wichtiges Kapitel der Geschichte geschrieben. Monsanto muss zur Rechenschaft gezogen werden. Denn nicht nur die Menschen, sondern der ganze Planet ist gefährdet. Dieses Ausmaß war mir nicht klar. Ja.